Hallo und herzlich willkommen zu Part 34. Wir starten mit einem epischen Bild. Unser neu gefangenes Pokémon, Random Ramot. Richtig geil. Im letzten Part haben wir ein richtig hartes Ende gehabt, um dieses Pokémon zu fangen. Auf jeden Fall haben wir es dann doch jetzt geschafft, was ich sehr nice finde. Und ja, auf jeden Fall geht jetzt weiter. Leute, das war echt Hammer in dem letzten Part. Wir haben hier einen Kampf gehabt, den hätte man Jahrhunderte vorher nicht stehen können, ey. Das war richtig gediegen, ey. Also wenn ihr im letzten Part nochmal anguckt, ey, ich hab's Ende gefeiert, hab's richtig hart gefeiert. Oh, jetzt noch ein Pokéball. So, den nehmen wir uns noch schnell. Und zwar ein Hyperball. Okay, brauchen wir eigentlich nicht, aber egal. So, definitiv sehr nice, sehr, sehr, sehr nice, dass wir hier einen Ramot gefangen haben. Direkt neues Teammitglied brauchen wir. Wir brauchen neben so ein stärkeres Feuer-Pokémon mit Ramot. Einfach perfekt direkt. Klar, wir hätten uns unser Arcanine nehmen können, aber ich meine, ey, Ramot. So ein Käfer dazu. Und was, wenn man mehr als ein Feuer-Käfer-Pokémon? Oh. Rotemurf? Nein, Purpurstück. Auch nice. So, auf jeden Fall ist dieser Teil dann auch schon mal wieder geschafft. Und wir können dann. Und Indigo-Stück. Auch sehr nice. So, wir können jetzt mal hier weiter und hier waren wir schon. Und noch einer. Und unser, vielleicht wenn wir Glück haben, ein Rotomurf. Oh, ein Onyx. Haben wir das schon gefangen? Na, Level 16? Das finde ich jetzt nicht nice. Das wird gar keine Attacke von mir überleben. Mann. Ein Slocker K.O. Sag. Robustheit, okay, doch nicht locker K.O. und Face Grab, nice. Initiative sinkt, aber ey, brauchen wir nicht, weil wir jetzt einfach einen Ball werfen. Und zwar einen Hyperball einfach, weil wir keine anderen Bälle mehr haben. Und dann haben wir auch schon ein Onyx im Team. 1, 2, 3, Ping! Wow! Das ist jetzt nicht in sein Ernst. Alter, ich habe Pokémon auf Level 20 mit dem Hyperball und auf Level 16 mit Hyperball will ich rein oder was? Das kann es ja nicht angehen. Also so nicht mehr, Freundchen, so nicht. Ach, weißt du was? Ganz ehrlich, leck mir doch die Füße und geh einfach sterben. Ich weiß, ich gehe gegen meine eigene Regel und bla und bla bla, aber ganz ehrlich, Leute, nein. Sowas tue ich mir nicht an. Wenn schon zwei Hyperbälle verbraucht hat, dann willst du nicht in mein Team. Dann hat es auch nicht verdient, in mein Team zu kommen. So sehe ich das. So sehe ich das, genau. So, da oben waren wir eben schon, haben wir einen Beulenhelm gefunden. Ja, Superschutz. Das heißt, wir können jetzt hier dieses Item holen unter einen Topschutz. Okay, nicht so nice. Nicht so nice, aber egal. Dann gehen wir hier. Und dann sind wir hier bei diesen Idioten, bei denen wir hier schon waren. Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Die, die im letzten Part aufgepasst haben, wissen, was wir jetzt machen. Happy Schaufler. Und das heißt, wir gehen zurück nach Maria City. Maria City. Auf dem Weg nach Maria City. Bestimmt geht in diese Melodie, aber. Oh, was denke ich mit dem hier? Ich bin so egal, den Typ der Kraftreserve zu ahnen. Wenn ein Pokémon die Attacke fast sehr lernt, weiß ich genau, welches Typ es dieses sein wird. Ich habe leider keins, das Kraftreserve kann. Okay, also Boden, also das hat Typ Käfer, nice, ganz nice. So, Leute, also wir haben ein neues Teammitglied. Da, auch schon auf einem ganz guten Level, das ist eigentlich richtig genial. Ja, das Level ist eigentlich saugut. Das ist eigentlich, ja, das ist saugut. So, heil meine Pokémon, wäre sehr nett von dir. Vielen, vielen Dank. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 und 10. Das heißt, unsere Pokémon sind geheilt, eingepackt und weiter geht die Fahrt. So, als nächstes tauschen wir zu jemanden PCs. Bewegen. Also, ich tue gerade mal gucken, was. Also das kommt definitiv ins Team, aber muss noch ein paar bessere Attacken bekommen. Das steht fest. So, tut mir echt leid, Stachel, du bist raus. Was können wir noch ins Team nehmen? Sedimantur-Kampf haben wir schon. Gestein haben wir halt noch nicht.
Also, falls wir, weil in der nächsten Arena werden wir Sedimantu bestimmt brauchen können. Egal, Sedimantu könnte noch ins Team. Falls wir Stachel nochmal wollen, kommt er auch nochmal ins Team. Dann. Wobei, Stereopoli kann man auch gebrauchen. Also, ich gucke, ich tue gerade so alles zurechtlegen, wenn ich. Falls ich mich doch entscheide, irgendwie was umzuwählen, dann nehme ich die auf jeden Fall mit rein. Also, deswegen. So, die hole ich dann. Also, diese fünf stehen immer noch offen für ein neues Team. So, da mal gerade die Items bewegen. Was hat der? Ein Ewigstein. Beutel. Geil, jetzt habe ich einen Ewigstein von dem halten. Überreste kriegt unser. Ja, kann ich ihm geben. Ist hier noch irgendwas an Items? Warte, ich will gerade wissen, was die für Items tragen. Item, Item, Item. Was hat denn der für ein Item? Ah, Silberstaub, verstärkt Käferattacken, EP-Teile, Zauberwasser, Pudersand, Überreste und Scooplinse. Lass ihn mal drauf, vielleicht finden wir immer noch was Besseres. Was ist eigentlich diese Kampfbox? Das frage ich mich gerade. Was mache ich denn da? Warte. Was macht das hier da? Lege die Pokémon fest, die im Kampf zum Einsatz kommen, nicht das aktive Team. Heißt es, ich kann dann. Okay, das irritiert mich gerade ein bisschen. Kann ich dann. Kommt dann nicht mein Team, sondern das Team, was dann da dran ist, ran oder wie jetzt? Okay. Ach, ich habe gerade Schutz nicht weiter aktiviert, ne? Superschutz aktivieren. So, nächster Weg heißt Richtung Elektrolythöhle. Ach, warte, die hat sich doch ein. Ach, wahrscheinlich eine, gegen die man so oft kämpfen kann, wie man will. Das finde ich sehr nice. Gutes Training kann man immer gebrauchen. Mein Ziel von den Leveln her. Ich will, dass sich unser Bonzo in die Endentwicklung entwickelt. Dann möchte ich unser Magnetilo zu einem Magnesun machen. Was möchte ich noch machen? Rockermann wäre zu viel zum ganzen großen. Oh, ich muss. Oh, das war jetzt ein bisschen zu früh, doch. Ach, egal. Muss ich gucken. Ja, sonst so sind alle in der Endentwicklung. Das heißt, es juckt eigentlich nicht dann, wie ich es mache. Ha, Flammenkörper, richtig gebasht, ey. Geil. Random. Was? Ach so, zweimal getroffen. Arschloch. So, dann geben wir ihn einen Feuerwirbel. Wusch! Pikachu wurde besiegt. Als nächstes kommt Seelsorgritz. Da können wir mit Random auch nochmal ausdienen. Random! Geil. Und nochmal Feuerwirbel. Und in his face. Und war richtig. Das dürfte sehr effektiv sein. Sag's doch. Und das war's dann noch mit Random Seelsorgritz. Random 200. Selectromam 260. Und das war's dann noch. Du hast Erfahrung zu trainieren. Dankeschön. So. Als nächstes muss ich kurz mal ein bisschen meine Pokémon wechseln. So. Also gucken. Forsch. Spezialverteidigung hoch, Initiative runter. Oh, und schon Spezialangriff. Das heißt, wir tun ihn speziell auslegen. So. Okay, aber Ehrename One muss auch noch ein bisschen hoch. Jetzt guck schon mal an meinen Items mit meinen Attacken, ob ich da noch was habe, was ich dem beibringen kann. Was ist das jetzt zum Rückkehr? Schaufler. Oh, Felsgrab. Ist nur 50er. Haben wir sonst noch irgendwie was? Ich brauche definitiv bessere Attacken, das steht fest. Definitiv bessere Attacken werden gebraucht. Sharon. Ah, hast du kurz Zeit für mich? Ach, da war ich schon. Ne, da war ich noch nicht. Da war ich schon. Ne, ich glaube, da war ich noch nicht drin. Es hat sich nicht groß herumgesprochen, aber in der Nähe von Tessera ist etwas passiert, was mein Interesse geweckt hat. Es war zwar nur für einen Augenblick, aber es wurde eine Temperatur von minus 50 Grad gemessen. Und das ist noch nicht alles. Die gleiche Temperatur wurde auch in Stratos und Mar City und Maria City gemessen.
Und vor kurzem gab es doch diese Vorfall mit dem Plasma. Ich habe das Gefühl, dass es böse endet, wenn ich in der Sache nicht nachgehe. Aber ich kann Kälte nicht ausstehen. Hier, ich gehe. Yes! VM7! Nice! Wenn die Vorhänge hätten ja auch nach unten surfen können. Geil, das ist richtig geil. Von dem Typen hier, all den Seso-Kids, aber dadurch, dass ich schon eins gefangen habe, denke ich mir mal, dass ich keinen Seso-Kids brauche. Und jetzt erstmal VM7! Direkt bei Primär kannst du ja dann nur Bonzo. Dann kriegt auch Bonzo die Fall im Surfer, definitiv. Stärkste, eine starke Wasserattacke und mit 95, wow. Da kann ich eigentlich alles wegmachen, das juckt nicht. Dann geht... Ach komm, Kaltklinge kann weg. Was denn dieses ganz praktisch, wenn man einen First Hit haben will. Surfer erlernt, nice. Dankeschön, Sharon. Sharon, aber. So, jetzt hier lang und dann mal gucken, ob ich hier... Ja, klar kann ich hier surfen. Mal gucken, ob ich hier surfen kann. Was ne... Hallo? Ach, da geht's. Ich möchte... Ist es ein Pokémon? Ja, das ist ein Tanpingyong! Nee. Doch, Tanpingyong. Oder? Tanpingyong, sag ich doch. Der Entwickler davon ist ja Hutsasser, stimmt ja. Aber habe ich, wie ihr seht, auch schon gefangen. Bonzo! Setz es ein, komm schon. Und in his face. Nicht sehr effektiv, ich weiß. Aber macht doch dafür guten Schaden. Tja, Lockduft, okay. So, und nochmal, Surfer! Und das war's dann auch mit Bonzo, mit dem anderen, ich hab schon gesagt, mit was, mit Bonzo. Das wäre zu viel gewesen, zu viel zu guten. So, der kämpft. Für mich ist ein Kampf eine Möglichkeit, etwas zu lernen. Ah, jetzt muss ich warten, bis der Schutz dabei ist, weil im Wasser kriegt man auch Pokémon. Und zwar, ich glaube Schallquaps und Mebrana. Och Gott, kommt der mit Tanpingyong, das gibt's ja nicht. Ich glaube, der hat einen Pokéball angefasst. Ha, ha, ha. Sind Leute lustig. Und Surfer. In his face und fast K.O. gut. Mega Sauge. Wow, Tanpingyong geht schon ab. Aber unser Bonzo ist stärker. Boah, ich weiß noch, die alten Zeiten immer bei, so bei meiner, bei Perl, Diamant, Platin. Ja, das ist nicht bei meinem Let's Play, sondern wenn ich so gespielt habe früher. Einfach Panfermo genommen. Nur Panfermo trainiert, immer durchgezogen. Alles fertig gemacht, aber hauptsächlich Panfermo gekämpft. Das war echt geil. Laukaps ist Käfer. Brauche ich erstmal eine bessere Feuerattacke. Ja, das war echt ziemlich lustig, weil Panfermo dann einfach alles gebasht hat, außer in der Liga. Dann hatte ich ein Problem. Weil dann ein Pokémon auf Level 70 und 5 Pokémon auf Level 10, 20, höchstensfalls. Das war nicht sehr nice. Aber A-E-R-O-A-S von Aero Number One. Sehr effektiv. One it. Dankeschön. Tja, Leute, das war's dann mit Laukaps. Ich hole den Paulino. Ist ja auch süß, der Name Paulino. So. Schutz wirkt nicht mehr. Nein, nicht einsetzen, gerade nicht. Oh, das war auch ein Hutzer in der Tanpingyong. Ah, oh, wisst ihr was? Da fliege ich jetzt. Ich habe jetzt keinen Bock auf noch einen Tanpingyong. So. Aber Leute, dafür, dass die letzten Part etwas länger waren, ist der ja halt jetzt schon vorbei. Wir sehen uns das nächste Mal. Ich freue mich auf euch. Ich hoffe, ihr freut euch auch auf mich. Und lasst einen Daumen hoch da. Vielleicht einen Kommentar. Und wenn ihr ganz lieb seid, ein Abo. Aber ey, wenn ihr mir ein Abo gebt, dann seht ihr mich öfter. Das heißt, ihr müsst diese Stimme öfter ertragen. Also, müsst ihr wissen, ne? Auf jeden Fall, wir sehen uns das nächste Mal. Euer K mit dem O mit dem H.